Hallo und herzlich willkommen im Car Range Einblick. Heute werfen wir gemeinsam mal einen Blick auf diesen 2019er BMW M2 Competition. BMW M2 habe ich euch schon mal gezeigt, deswegen haben wir heute einen Claudio mit dabei. Der zeigt uns mal so ein bisschen den Competition, unter anderem auch, weil wir ein bisschen kontroverse Meinungen zu dem einen oder anderen Punkt haben. Aber wie immer, wir zeigen euch die Optik, zeigen euch den Innenraum, die Technik, fahren eine Runde und stellen dann fest, kaufe ich besser so einen oder kaufe ich besser einen CS, auf den ich gewartet habe, oder einfach einen gebrauchten normalen M2, was meine Meinung ist. Aber Claudio, ich glaube, du lässt lieber den hier, deswegen sprich doch mal ein bisschen über die Optik. Also, hallo erstmal zusammen. Ich hätte gerne dieses Fahrzeug. Warum hätte ich gerne dieses Fahrzeug? Erstens wegen dieser Farbe. Diese Farbe gibt es nämlich nur beim Competition. Hockenheim Silber. Klingt sehr angenehm und sieht in der Sonne aus wie Mineralweiß. Zwei positive Punkte. Und ja, die Farbauswahl vorher war eingeschränkt, deswegen hatte ich meinen foliert. In einer so schönen Farbe, dass sich BMW überlegt hat, die Farbe selber ins Programm zu nehmen. Hashtag Trendsetter. Ja, aber... Hashtag Trendsetter, da hast du vollkommen recht, aber Hashtag neu und Hashtag wirklich richtig wunderschön. Die Farbe ist durch die Kamera wahrscheinlich gar nicht so schön, wie sie in echt ist. Vor allen Dingen bei Sonneneinstrahlung haben wir hier nochmal eine Reflexion, was so ein bisschen ins Ölige geht, so einen leichten Goldschimmer mit dabei. Also das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Hockenheim Silber, mein Favorite bei dem Fahrzeug. Aber das schlagende Argument ist die Front. Die Front ist viel schärfer gezeichnet, die Front ist viel effizienter gezeichnet und hat natürlich auch eine technische Wirkung. Die haben aus zwei Gründen die Frontfelder, die ich beide nicht okay finde. Das eine ist, ja, meine Front ist kantig und ich kann keine Einparkhilfesensoren haben. Ja, das ist ein positives Argument. Nein, okay, sie haben das hier ein bisschen umgestaltet, es ist nicht ganz so weit runtergezogen, ist nicht ganz so verwinkelt und auf einmal passt ein Einparkhilfesensor hin. Nein, es geht nicht um den Einparkhilfesensor. Oh, wir brauchen die neuen Nieren, damit er zum Markengesicht passt. Ich fand die alten kleineren schön. Also, wir stehen hier vor einer Premium-Marke. Einparkhilfe vorne gehört einfach dazu. So, Punkt 1. Punkt 2, es geht nicht um die Einparksensoren, es geht um den Luftdurchlass. Es geht darum, dass man mit dieser Umzeichnung, die erstens schärfer ist, meiner Meinung nach, und zweitens mit 14% mehr Luftdurchlass den zweiten Turbo befeuert. Den ich eigentlich gar nicht bräuchte, weil der erste M2 sich für meinen Geschmack... Kommen wir später dazu. Auf jeden Fall finde ich die Front deutlich schärfer, deutlich frischer und die Niere, die du erwähnt hast und negativ erwähnt hast, finde ich umso schöner, denn welcher BMW hat sie noch? Naja gut, du hast halt die parallelen Doppelspangen sozusagen, die die M-Modelle haben. Das ist grundsätzlich eine coole Sache, hast du auch bei dem Nicht-Competition. Aber das ist hier zusammengewachsen. Was bei dem Gesicht eines Menschen ist gut, wenn es zusammenwächst. Augenbrauen? Ich glaube nicht. Was kann sonst noch zusammenwachsen? Nasenflügel? Keine Ahnung. Also das gehört nicht zusammenwachsen. Meine Nieren wachsen doch auch nicht. Also die sind schon, glaube ich, irgendwie miteinander verbunden, aber die wachsen doch nicht so ekelhaft zusammen. Ein Auto ist kein Mensch. Ein Auto soll schön sein und ein Auto soll besonders sein. Und dieses Auto ist besonders. Es sieht nicht aus wie ein überbreiter, normaler Zweier, sondern es ist was Besonderes. Okay, gehen wir am besten mal zur Seite weiter. Jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, dass er total besonders ist und wirst auf den Spiegel dabei zeigen, oder? Ja. Die Spiegel sind neu. Die Spiegel sind effizienter. Sie sind effizienter. Natürlich. Hier, Luft. Schön. Zack. Ja, ich habe schon sehr oft mir gedacht, mein Auto ist so effizient, weil es richtig geile Spiegel hat. Und mein Motorkennbuchstabe, boah, der bringt mich bei jedem Rennen richtig nach vorne. Also ich bin voll dabei, dass hier immer noch neben dem Scheinwerfer so viel Breite ist, dass ich immer noch diese breiten Backen habe, immer noch Designelemente habe, die mir nichts bringen. Bei all der Effektivität bin ich voll dabei. Ich finde auch die Bremse immer noch schön, obwohl der Bremssattel jetzt silber und nicht mehr blau ist. Passt in dem Fall halt super zur Außenfarbe. Aber sowas, ich meine, das ist das, was alle Leute haben. Und alle haben gesagt, ich brauche einen richtigen Spiegel, ich brauche einen anderen Motorkennbuchstabe, ich brauche andere Sitze. BMW hat genau das gemacht, was die Leute haben wollten. Wir haben mal sowas wie BWL gelernt, Sicht, finde ich das echt super, was sie gemacht haben. Aber so dieses, ich bin zusammengebaut aus allen möglichen BMW-Teilen und bin ein richtiger Rabauke-Gedanke, ist ja schon zu gut. Das Auto ist einfach perfekter geworden. Das Auto erfüllt genau das, was es von Anfang an erfüllen sollte. Es sollte
die M-Gene weitertragen. Und zwar die M-Gene, die der E46 M3 eigentlich so richtig populär gemacht hat. Und ich sag dir eins, was sagst du zu dieser Linie hier? Für mich ist das die Linie, die dieses Auto ausmacht. Für mich sind das diese Breite, die ich sowohl vorne als auch hinten zum Beispiel an den Leuchten sehen kann. Das ist das, was das Auto für mich auszeichnet. Aber schau sie dir an, diesen Knick hier, diese Kante. Und sie läuft spitz zu in Richtung Niere. Das Auto steht für Angriff. Das Auto steht für nach vorne. Hast du deine Frau auch so kennengelernt? Oh, diese Linien, wie sie spitz zu. Egal, andere Geschichte. Das Auto ist auf jeden Fall genauso lang wie ein E46. Von dem hatten wir es eben schon mal. 4,47 Meter haben wir hier. Um mal so wieder ein bisschen Fakten zu bringen. Ja, Fakten. Du bist für die Fakten. Fakten sind Gold wert. Und deswegen, ja, wir haben ja den Spiegel, der anders ist. Ansonsten bei der Seitenansicht hat sich nicht viel getan. Oh, wir haben Sonnenschutzverglasung. Sehr schön. Wir haben immer noch die gleichen Felgen mit den gleichen wunderbaren Bremsen. Es gibt auch inzwischen andere, nämlich die Competition-Felgen, die man bestellen kann, aber nicht muss, weil sie auch nicht leichter sind und deswegen den Namen Competition nicht wirklich verdienen. Aber der Name Competition steht auch hinten dran. Der Name Competition steht hinten dran in Schwarz. Weil Schwarz schick ist und Schwarz gleichzeitig zu den dunklen Endrohren passt, die jetzt neu sind. Die jetzt angeschrägt sind, ja. Die angeschrägt sind, weil effizient. Was kommt denn da raus aus den Endrohren? Abgase? Sehr saubere Abgase dank OPF. Ja. Das ist ein umweltbewusstes Fahrzeug. Okay, wir werden es ja später hören. Aber was wir auf jeden Fall haben, sind 390 Liter Kofferraumvolumen. Was dieses Auto zu einem wunderbaren alltagstauglichen Fahrzeug macht. Als ich erfahren habe, und es war so alltagstauglich, dass ich gefühlt nie damit gefahren bin. Ja genau, also es ist immer noch, ich habe immer noch eine Ladekante, es geht immer noch so ein bisschen zugeschnitten hin. Es ist immer noch relativ weit hinten und ich habe immer noch eine 12-Volt-Steckdose. Gut, wir haben praktisch abgeschlossen. Ja, okay, Sandsäcke passen rein. Mehr Gewicht auf der Hinterachse, Traktion. Das Auto ist eh schon mollig und fett. Nein, das ist nicht fett, es ist nicht mollig. Das Auto steht nicht optisch, da. Nicht optisch. Doch optisch. Ja, optisch ist das eine, aber das Auto ist zu schwer. Zum Thema zu schwer kommen wir gleich zur Technik. Ja, dann komm, werfen wir einfach mal einen Blick. Du hast mollig gesagt, nimm das zurück. Das Auto ist nicht mollig, das Auto ist wie der eine Freund aus dem Fitnessstudio, der immer so rumläuft, als hätte er Rasierklingen unter den Achseln. Ja, und wenn es dann darum geht, einen Schrank aufzubauen oder wegzutragen, ist genau der den Schrank nicht hochkriegt. Ja? Ist immer so, ist wirklich immer so. Aber er ist der Schnellste, der rennt, und zwar weg. Und dafür ist das Auto da. Oh, meine Freundin hat angerufen, ich muss nach Hause. Ja, genau der Typ ist das. So, schauen wir uns besser mal den Innenraum an. Denn da hast du wieder ein paar Argumente, die du irgendwie mitbringen möchtest. So, machen wir mal die Tür auf. Dann könnt ihr auch mal einen Blick drauf reinwerfen. So, ich setze mich einfach schon mal. Bevor du jetzt nämlich anfängst. Dann nimmst du gleich wieder weg. Gehst du gleich schnell wieder mal weg davon. Bevor du jetzt sagst, dass der Sitz viel besser ist. Ist der Sitz denn wirklich viel besser? Der Sitz ist wirklich besser. Er sieht besser aus. Aber ich habe keine. Fühlt sich besser an. Das Leder fühlt sich unwesentlich besser an. Aber das Leder fühlt sich sehr viel besser. Ich habe keine Oberschenkelauflage, die ich rausziehe. Das Alcantara an der Seite fühlt sich super an bei dem Sitz. Richtig, an der Seite. Zum Beispiel. Und meine Einstiegsleiste steht das Competition drauf. Wow. Ja, oh, da ist noch die Folie drauf. Ja, aber ich habe immer noch die gleichen Pedale, die in einem 316 oder 318 drin sein könnten. Oder in einem 114i. Das ist leider etwas schlecht, aber das war jetzt beim Vorgänger. War es nicht anders? Nein, aber du sagst ja, hier ist alles besser und wir sind in einer schönen neuen Welt. Und ich muss sagen, das neu gestaltete Cockpit ist ein bisschen harmonischer. Aber ich muss zum Beispiel sagen, jetzt hier mit so einer Chromspange oder Alu-Optik oder was weiß ich, das genau sein soll und ähnliches, das passt nicht zu dem Auto. Das ist der Rasierklingentyp, wie du schon gesagt hast. Und der Rasierklingentyp trägt keine Paisley-Hemden. Der Rasierklingentyp soll mir mal gestohlen bleiben. Ich finde, dass das Cockpit deutlich moderner aussieht und vor allen Dingen der Tacho, obwohl er digital ist, wunderschön aussieht. Richtig, weil er jetzt keinen M-Tacho mehr hat. Ein M-Tacho ist klassisch ein bisschen eine andere Farbe, hat nicht diese Schwarz, sondern hat ein Grau, hat logischerweise eine andere Skala bis 300. Ja, ich habe ja auch eine 300 Skala, die ich sogar sehen kann, obwohl der Tacho aus ist. M kann auch für modern stehen. Und das ist modern. Ja, was sagst du zum Lenkrad? Das Lenkrad ist super, weil es aus dem Zubehör ist und ich es genauso auch für den Nicht-Competition bekomme. Da steht Performance drauf. Ja, richtig, M-Performance, nicht M-Competition, weil es nicht zu diesem Auto gehört. Das Lenkrad ist
Wahnsinn. Das Lenkrad ist einfach zum Anfassen wunderschön. Die Ergonomie ist richtig gut. Es liegt wunderbar in der Hand und vor allen Dingen beim Fahren einfach. Soll ich dir mal sagen, was meine Mehrwerte in dem Auto sind gegenüber einem normalen M2? Was denn? Mein Blinkerhebel rastet ein. Ja, doch. Also okay, jetzt fürs Parken. Und oh, M2 Competition. Es steht noch Competition hinter meinem M2. Oh. Aber das ist tatsächlich ein Mehrwert, wo ich sage, hey, bin ich voll dabei, dass das Display dann Touch kann, was es bei den ersten 4Faces nicht kann. Macht aus meiner Sicht jetzt nicht den Unterschied. Das hier sieht alles klitzegleich aus. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Tasten, die mir nichts bringen. Ich habe sogar eine Blindtaste. Das Geile bei einem M2 war, ich bin eingestiegen und gefahren. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Modis gehabt, aber ich habe nicht meine Lenkung, Fahrwerk, Getriebe, alles separat verstellt, sondern ich bin eingestiegen, bin losgefahren, habe gewartet, bis er warm ist und dann gib ihm. Du bist eingestiegen und hast dich erstmal auf einen verdammt hässlichen Sitz gesetzt, der wenig Seiten hat. Hässlich, aber nicht schlechter als dieser Sitz. Und was das Touch angeht, ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Warum sollte man auf so einem Bildschirm rumtatschen? Ja, sag ich doch, ist völlig unnötig. Ja. Deswegen Vorfacelift und gut ist. Das, ja. Geld sparen. Die Tür klitzegleich, Pedale klitzegleich. Also der einzige Mehrwert im Innenraum für mich ist der Blinkerhebel. Was sagst du zu dem Zubehör Schaltknauf? Alles kann, nix muss. Also ich bin der Meinung, dass der normale viel besser in der Hand liegt und meiner Meinung nach sieht das wirklich auch nach Zubehör aus. Da sind M-Sachen drauf. Ja, aber greif ihn nochmal richtig. Und? Mopsig. Schalt mal rein. Mopsig wie das ganze Auto. Ja, da hast du recht. Er ist ein bisschen mopsig, aber ich würde ihn nicht bestellen. Definitiv. Ja, der würde mir nicht... Ist jetzt nicht der Punkt. Also Platzangebot genauso wie vorher. Die Sitze schneiden da vielleicht ein kleines bisschen Platz hinten noch weg. Ich sitze zu hoch immer noch in dem Auto, vor allem wenn ich elektrisch sitze. Aber also mein Tipp an der Stelle, manuelle Sitze, die gehen nämlich eine Ecke tiefer. Ja, und manuelle Sitze. Das neue Mal Armaturenbrett, ja, es ist ein Tick wertiger, aber macht nicht den Riesenunterschied. Und ich finde es zu harmonisch für das Auto. Er ist nicht ganz so rabaukig. Meine Meinung. Meine Meinung zu dem Auto. Aber wenn du nichts im Innenraum hast, dann ich gebe dir eine faire Chance. Ich mache die Motorhaube auf, okay? So. Dann hast du die einmalige Gelegenheit, mich jetzt davon zu überzeugen, dass der Competition das bessere Auto ist. Eine Haarspange. Mhm. Eine Haarspange. Und die Haarspange hält alles im Griff. Und zwar ist das Auto dadurch was? Einfach steifer. Sagen wir steifer. Es kommt auch auf die Technik an, nicht nur auf die Steifheit. Du, der ist beim Einlenken ist er präziser. Ja, der Vorderwagen ist deutlich steifer durch diese Carbon. Also kann man dazu eigentlich Domstrebe sagen? Sagen wir Domspange? Keine Ahnung, von hier sieht es ein bisschen aus wie ein Boomerang. Nennen wir es Performance-Teil. Der Performance Boomerang. Also ich bin ja einfach immer für Zahlen, Daten, Fakten da. Ja, er hat 40 PS mehr. Und ja, er hat 50 Newtonmeter mehr. Und die 500 hatte der M2 nur im Overboost, was er eigentlich immer hatte, sonst 2465. Dann sind sogar 85 Newtonmeter mehr, weil er jetzt 550 hat. Finde ich gut. Damit könntest du mich theoretisch locken. Wie viel ist das Auto leichter als ein normaler M2? Gar nicht. Moment. Er ist 60, hast du gerade gesagt, er ist 60 Kilo schwerer? Nee, ich hab gesagt, er ist nicht leichter. Ja, genau, er ist nämlich 60 Kilo schwerer als ein normaler M2. Und es steht Competition drauf. Das heißt, er wiegt genauso viel wie ein M4. Warum kaufe ich mir dann einen M2? Weil du die Technik von einem M4 bekommst. Und auch das Gewicht. Aber einen kleineren Radstand. Bei gleichem Gewicht. Viel agiler und viel mehr williger zum Drift. Da sind wir wieder bei dem Typ aus dem Fitnessstudio. Wenn du den jetzt von 1,90 auf 1,50 schrumpfst, die Breite aber die Masse beibehältst, dann ja klar, wird er irgendwo breiter, grimmiger. Du weißt doch, wie das ist. Wenn du dich so drehst, brauchst du länger, als wenn du dich so drehst. Autotests, die du mir immer so durchgeführt hast, wenn du dich so drehst. Du wolltest Pro und Contra. Das ist ein Pro dafür. Das Auto hat einen kleineren Radstand, es ist deutlich agiler, es geht viel flinker ums Eck. Und die Beschleunigungszeiten sind um jeweils 0,1 Sekunden, je nach Getriebevariante, niedriger als beim normalen M2. Wen interessiert denn das? Und er ist als Drivers Package 10 km/h später abregelt, nämlich für 280 statt bei 270 im Vergleich zum Nicht-Competition. Und die Verbräuche sind irrelevant. Ich weiß, darüber brauchen wir jetzt bei dem Auto nicht zu sprechen. Aber der Motor hatte grundsätzlich auch schon viele Probleme. Im M4, die hoffentlich ausgemerzt sind.
mit der Zeit. Und der Motor ist gut. Aber nur, weil ich einen Kennbuchstabe habe. Und es sieht ziemlich geil aus. Also ich bin voll dafür. Der Motor, ich wäre bei dieser Optik dabei, wenn die 60 Kilo minus und nicht plus gewesen wären. Dann hättest du mich bei dem Auto bekommen. Und du würdest mich vielleicht auch beim Fahrverhalten von dem Auto kriegen. Aber so, verspreche ich dir, wird es sehr schwierig, mich vom Fahrverhalten dieses Fahrzeugs zu überzeugen. Das Ansprechverhalten ist durch die 2-Turbolader deutlich besser als bei deinem alten. Das ist so. Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig, weil wenn du performen möchtest, dann musst du ja auch mit deinem Gaspedal... Der alte M2 hat sich so gefahren, wie der neue Supra sich fahren müsste. Turbo, Klatsch, ab in den Rücken, alle sagen, er dreht hoch wie ein Sauger, er macht. Und nachdem er da erstmal den Turbo kurz reingeklatscht hat, ein Turbo, wenn er dann noch irgendwie Downpipe und Co. gemacht hast, richtig geiler Sound. Sowas, was man jetzt vom Supra irgendwie erwartet hätte, ohne OPF und sowas. Mhm. Aber jetzt bist du bei irgendwem, der einfach nur Klatsch und nach vorne haben möchte. Ja. Ja, aber das ist nicht das Konzept des Fahrzeugs, Alex. Och, komm, das Konzept, wenn ich schnell fahren will, kaufe ich mir einen Cayman. Nein, du kaufst dir genau dieses Fahrzeug, weil wenn du dir einen Cayman kaufst, gut, ein Cayman ist schon gut. Ein Cayman GT4. Das Fahrzeug ist kein Cayman und es ist auch gut so. Warum? Weil er nämlich vorne einen Motor hat und hinten etwas zum Driften. Und dafür ist das Fahrzeug da, für die Leute, die damit Spaß haben wollen und die den Drift besser dosieren wollen. Ja. Okay, ich glaube, wir kommen hier einfach auf keinen grünen Zweig. Ich bin immer noch der Meinung, dass man einfach Geld sparen sollte, denn für 35.000 Euro kann man schon viel Freude in einem normalen M2 haben. Dann nimmt man nochmal 5.000 Euro in die Hand, holt sich so ein geiles Lenkrad, bin ich voll dabei, holt sich ein paar Recaro Pole Position, denn die sind besser als die, die da drin sind. Zack, fertig, M2. Downpipe nicht vergessen, die gute HLS. Nochmal 1.000 weg, aber hey, dann ist er fertig. Garantie? Was? Ja. Yeah. Du hast eben irgendwas von Drift dosieren und irgendwas gesagt, dann kommst du mir jetzt mit Garantie. Psst. Ja, es ist tatsächlich so, da könntest du recht haben, aber vielleicht überzeugt dich das Fahren. Okay, so schließen sie, wir fahren. Und dann schauen wir einfach mal, was das Ding so auf der Straße kann. Deine Überzeugungsmöglichkeiten mir gegenüber liegt bei 3%. Und dann kommen wir zum Fazit. Und ich bin immer noch skeptisch, ob er mehr Punkte als normal im Zweifel bekommt. Das Auto wird mehr Punkte haben. Ja, auf deinem Punktekonto vielleicht. Ja. So, wir haben uns jetzt hier losgemacht mit dem Truck Competition. Der Claudio richtet sich noch den Arbeitsplatz ein und ich schaue in Gessen aufs Kombi-Instrument, das sagt, volle Antriebsleistung in Kürze verfügbar, ladida. Das hat der alte zwar nicht gemacht. Der hat einfach vorausgesetzt, dass der Fahrer, der keine Öltemperatur gesehen hat, das Auto geschmeidig warm fährt und dann das macht, wozu ein M2 gebaut ist. Ja, du musst ja sowieso das Auto warm fahren. Ja, aber dann sagt er mir, volle Antriebsleistung nicht verfügbar. Warum sagt mir das Auto nicht verfügbar? Ja, weil es halt nicht verfügbar ist. So wie immer bei meinem PC, Betriebssystem startet noch, du kannst doch nichts machen. Ja, es ist halt noch Windows 95 sozusagen. Okay, aber wie fühlt sich das so für dich an? Deine tollen Sitze zum Beispiel. Also, es ist halt ein bisschen unfair, weil wir jetzt auch das Zubehörlenkrad haben. Und das M-Performance-Lenkrad macht halt natürlich einiges aus. Das muss man echt sagen. Es liegt so gut in der Hand, es ist so schön geschnitten. Die Qualität ist echt richtig gut und dementsprechend macht es natürlich was her. Hm. Was kostet das Ding nochmal Aufpreis? Weißt du das? Was? Das Lenkrad? Das Lenkrad, 1300 Euro. Ungefähr. 1300 Euro. Also Pi mal, also nicht so, als ob ich geschaut hätte, aber 1300 Euro. Okay. Es ist ganz schön teuer. Ja. Aber. Und du, das hättest du auch sparen können, indem du kein Competition genommen hast, das Geld. Nur so? Ja, das hat jetzt nichts mit diesem Lenkrad zu tun. Aber nochmal zurück zum Thema. Die Sitze haben einen wunderbaren Seitenhalt. Findest du nicht? Ja. Also, gut, wenn ich bin jetzt nicht der dünnste, und aber auch nicht der dickste. Aber man kann sie noch viel länger stellen. Also, ich stelle sie gerade so eng es geht. Das ist schon. Das genau. Ist nicht verkehrt. Das ist. Ja, ja, aber die Oberschenkelauflage ist und bleibt zu kurz. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich so. Und
Das ist auch ungewöhnlich, um ehrlich zu sein, weil du in einem sportlichen BMW eigentlich immer für die Oberschenkel auch noch genug Auflagefläche hast. Ich mit meiner Körpergröße sowieso, ja, ich weiß Bescheid, ich bin nicht der Größte. Das habe ich anders gemeint. Aber vielleicht passt das Auto ja gar nicht mal so schlecht zu einem Typen wie mich, weil das Auto ist auch nicht der Größte, wie gesagt, ein kleiner Radstand. Und wir fahren das Auto jetzt erstmal warm, bevor wir jetzt hier richtig Gas geben. Und der Motor klingt aber auch nicht so, als ob er Gas gegeben werden möchte, ne? Ja, findest du den Unterschied jetzt so groß? Ja, auf jeden Fall, 100%. Das Wichtigste war eigentlich so, das heißt, wir machen einmal diesen hier, dann wird er, oh, jetzt sagt er auch nicht mehr Traction, sondern er sagt tatsächlich MDM. So, wenn du jetzt vom, jetzt geh mal in die 4 oder in die 3 und dann, wenn du vom Gas gehst, ist die Frage. Immer so ein bisschen Gas. Vom Gas. So, und er hätte meinem 2 schon Röm, pöm, 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 was vielleicht ein bisschen künstlich ist, aber auch unglaublich unterhaltsam und das schon beim Radfahren. Das hätte er die ersten 2 Kilometer nicht gemacht oder dann hätte er sofort damit angefangen. Ja, das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument, wenn du sagst, du hast ein Rabauken, dann ist Röm, pöm, 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 pöm. Sehr unterhaltsam. Das ist ein sehr, sehr gutes Argument und da wird wahrscheinlich der ein oder andere nachhelfen müssen. Ja, und jetzt müssen wir jetzt wahrscheinlich der ein oder andere zustimmen und sagen, das. Also hören tue ich jetzt nicht viel. Ich sitze auf jeden Fall ganz gut. Die Übersicht ist wie im anderen auch eigentlich völlig in Ordnung für so ein Auto. Platz ist da. Navi ist natürlich super, damit wir das auch mal gesagt haben. Ja, es ist das Harman-Kardon drin. Das klingt auch noch ein bisschen nach was. Ich finde die dazugekommenen M-Tasten für die Einstellung am Zubehörlenkrad. Das hat nicht nur das Zubehörlenkrad. Ja, das ist im Endeffekt auch wieder ein Thema. Das kannst dem Lenkrad nicht so viel die Credits für das ganze Auto geben. Naja, es ist beim Originalen ja auch so. Es ist nicht nur im Zubehör. Ja, aber also, und mal, auch hier hast du die Schnellweite. Ja, aber genau, dann hast du aber diese ganzen Tasten da. Du musst erst mal das alles einstellen und so. M2 ist einsteigen. Röm, pöm, pöm, pöm. Und das den ganzen Tag, bis der 52-Liter-Tank leer ist, was nur 53 Kilometer dauert. Ist halt so. Ja. Dann kommen wir zu dem Moment, in dem ich deine Argumente einfach wegbrenne. Nein, im Moment, dieser Moment. Kommt. Und wieder kommt. Ziemlicher Sicherheit. Ganz schön viel Druck. 550 Newtonmetern Druck. Die liegen aber auch halt später an, die bauen sich gleichmäßiger auf. Das ist wie so ein 1.9 TDI, der hat nicht viel Leistung, aber er hat auf einmal welche. Und das macht ihn unterhaltsamer als ein zweiter TDI. Also. Das ist jetzt ein scheiß Vergleich, ich weiß. Dein Fahrzeug war super perfekt zum Fahren. Ein richtiges Driver's Car, wie man so auf schön Denglisch sagt, oder? Ein Fahrerauto, Freude am Fahren. Was haben Sie hier gemacht? Sie haben es perfektioniert. Sie haben vorne für mehr Steifigkeit gesorgt, Sie haben mehr ein besseres Ansprechverhalten aufgebaut, indem Sie den M4-Motor eingebaut haben. Das Motormanagement passt. Ja. Du kannst mit ein bisschen Softwareoptimierung da die restlichen Rest-PS, die du beim M4 hast, auch noch rausholen, wenn nicht sogar darüber hinaus. Also. Klapper, plapper, alte Beere. Ja. Und den Sound, den kannst du auch optimieren, wenn es sein muss. Aber du hast in einem M2, heißt mit dem Radstand, mit der Autogröße, und deswegen kaufst du ja das Auto, oder? Hast du die Möglichkeit, ja, aber ich mehr will, Performance zu erzielen. Ich will ein Auto haben, was unperfekt ist. Wenn ich ein perfektes Auto will, dann hole ich mir was anderes. Dann ist das falsche Konzept. Dann allein schon, wenn ich auf Rundenzeiten gehen würde, müsste ich erstmal irgendwie es schaffen, 200 Kilo Gewicht aus dem Auto rauszukriegen, damit er irgendwie in das hinkommt vom Gewichtsfenster her schon mal. Ansonsten könnte man aus Performancegründen immer sagen, ja, ich hole einen M4. Und ich wette mit dir, ein M4 ist, wenn es jetzt um die reine Rundenzeit gehen würde, eher schneller als langsamer. Ja. Und deswegen will ich ein Auto, was mich unterhält. Und Unterhaltung kommt für mich über die Ohren und Unterhaltung kommt für mich über so einen Turboschlag in den Nacken und sowas halt. Ja, wie ist denn jetzt eure Meinung? Wollt ihr den perfekteren M2 oder wollt ihr den lustigeren, unterhaltsameren? Ja, ich meine, ich will ja auch nicht einen perfekten Hund, sondern einen lustigen Hund. Also eigentlich bin ich gar kein Hund, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Thank you.
so unterhaltsam aus. Der andere M2 auch. Kann er das? Das kann er, ja. Ja, das kann er. Kann das, jetzt kann der aber dann genauso. Erinnerst du mich an meinen M2 mit der Downpipe? Und du wärst eben vom Gas gegangen und hättest diesen Schaltwechsel gehabt und er hätte einfach nur böp, böp gemacht. Und in dem Moment wäre das eigentliche Lachen durch den Schaltvorgang gekommen. Und das Schlimme ist, du weißt, ich habe recht. Ha? Und nicht erst warte und dann geht's los, sondern aufs Gas treten und es geht los. Das ist der Unterschied dann auch. Doch, das ist schon spürbar. Das weißt du ganz genau und das wirst du auch gleich, wenn du selber gefahren bist, auch sagen. Also ja, also die letzten 2000 Umdrehungen sind ganz gut. Ja, er ist dann wahrscheinlich auch ein Tick schneller, aber... Er ist ein Tick schneller. Er ist auf jeden Fall ein Tick schneller. Ja, okay, du hast recht. Das ist auch ein scheiß Auto für dich. Pardon für den Ausdruck. Ist das ein autobahnungeeignetes Fahrzeug, weil das Drehzahl neben sich viel zu hoch ist, befindet? Vor allem beim Handschalter. Das heißt, wenn du 160 wärst, ist es einfach nur nervig auf Dauer aufgrund des Drehzahlniveaus. Vom Verbrauch her ist es egal, aber es ist einfach nervig. Es ist kein Autobahnauto. Also, es ist mir auch dieses bisschen durchzu. Wenn jemand 120 machen will, soll sich ein TTRS holen. Das Auto an der Stelle. Wenn jemand unterhaltsam unterwegs sein will, der originale M2, Lenkrad rein, Downpipe rein, vielleicht ein anderes Fahrwerk rein. Ende. Du hast schon recht, der originale M2 hat die ruppige Art. Er war eigentlich mal wieder das M-Fahrzeug und er ist jetzt auch noch günstig zu haben. Ja, und wegen dem Auto sind die anderen M2s zu billig geworden. Solchen Autos hier. So, anstatt dass sie einfach den M2 machen, bauen davon ihre 5, 6, 7.000 Stück. Und gut ist, gibt es jetzt den und dann gibt es noch einen CS und dann gibt es einen CS Plus, CSL, GTS, Deluxe, Non Plus Ultra. Und ja, und ich finde übrigens ganz dringend, dass ich auch mal dieses Fahrzeug einfach pilotieren muss. Alles andere ist nicht State of the Art. Ja. Ich sag's dir nur. Okay, dann pilotierst du das mal. Aus. Nein, es hängt an deinem Bein. Was denn? Aufnahmen für die Ewigkeit. So. In so einem umweltbewussten Auto darf man jetzt auch nicht einfach krass hüpfen. So. Auto ist dankbarerweise warm gefahren. Schönstes Detail. Ich finde ja die im Sicherheitsgurt. Mit sowas kriegt man mich. Mit dem Schaltschlauch kriegt man mich garantiert nicht. Mit dem Instrumenten kriegt man mich garantiert nicht. Mit dem Lenkrad kriegt man dich. Mit dem Lenkrad kriegt man mich. So. Mit dem Lenkrad kriegt man dich. Mit dem roten Start. Oh, dann tausche ich Stop Engine Button, der mit dem Competition gekommen ist. Oh, da leuchtet ja was. Okay, er geht besser. Definitiv geht er besser. Das muss ich mal festhalten. Ja, wir wollen ja tatsächlich in aller Subjektivität ein bisschen objektiv bleiben, aber so. Wo ist meine klassische Sport? Ich wollte doch nur meinen tollen Modus haben. Jetzt muss ich hier durchgehen, indem ich mehrfach drücke. Da fand ich den alten Schalter schöner. Der ist effizienter, weil das ganze Auto effizienter ist. Verstehst du? Es wurde perfektioniert. Jedes Detail. Die Sitze zu hoch. Du sitzt in jedem Auto zu hoch, weil Nein. du dich immer reinlümmelst. Nein! Das ist so! Nein! Okay. In einem Porsche GT3 O mit einem nicht höhenverstellbaren Sitz hab ich mich nicht beschwert. Aber ja, der Durchzug jetzt hier ist schon schön, wer das aufbaut. Ja. Und zwar richtig schön konstant und vor allen Dingen auch, sobald du das Gaspedal antippst, okay, ja, es ist kein Sauger, ja. Natürlich, natürlich hat er nicht das Ansprechverhalten eines Saugers, aber er hat ein sehr, sehr gutes Ansprechverhalten, weil er eben mit den zwei Turbos aufgelegt hat. Aber die Akustik fehlt mir, das Ding klingt einfach nach nichts. Das Ding klingt nach nichts? Ja, guck mal, ich habe jetzt schon zweiter Gang Vollgas. Bitte.
heißt, es klingt nach nix. Im Vergleich zu einem 1.14 klingt der echt geil. Im Vergleich zu dem alten M2. Nein, das darfst du so jetzt nicht sagen. Also ich bitte dich, der Motor ist erste Sahne, der Sound ist genial. So, guck mal, ich mache jetzt das Fenster ein bisschen runter. Ja. Ich bin so ein moderner Typ. Ich check jetzt hier in der Eisdiele, ich check alles. So alle Eispreise kenne ich auswendig. Pistazie, Baccio, ich bin voll am Start. So, und jetzt möchte ich einfach nur so im zweiten Gang vom Gas gehen, möchte ein bisschen römpel-pömpel. Ja, passiert nichts. Weil du halt vielleicht doch nicht mehr der Rasierklingentyp bist wie der alte M2. Aber ganz tief in meinem Inneren bin ich halt der Rasierklingentyp, sonst fahre ich keinen M2 und ich möchte römpel-pömpel, ich möchte die ganze Nachbarschaft auseinandernehmen, wenn ich es möchte. Ich möchte noch vielleicht die Einstellungsmöglichkeit haben, aber mit dem Auspuff und UPF und dem Motor habe ich es nicht. Und warum hat BMW beim M4 78 verschiedene Varianten von der Abgasanlage gehabt? Weil die ersten 77 sich scheiße angehört haben. So, und jetzt bist du hier und denkst dir, das Auto geht richtig geil, ist messerscharf, klingt nicht so gut wie der alte, ist teurer als der alte, ist nicht so zusammengewuselt, sondern ist halt ein richtiger M und ist deswegen für mich unsympathisch. Und das sind meine letzten Worte, bevor wir ins Fazit gehen. Du hast jetzt sprechen Sie jetzt oder schweigen Sie für immer? Du, da du den davor selber gefahren bist und den hier jetzt auch gefahren bist und eigentlich eine sehr eingebildete Meinung hast über das Fahrzeug. Und über mich selbst. Belassen wir es einfach dabei. Dann ziehst du halt das Fazit. Ich bin anderer Meinung. Vor allen Dingen, wenn du sowas tust oder wenn du mal das Lenkrad schneller bewegst, weil du einlenken möchtest, dann merkst du halt, dass das Fahrzeug deutlich agiler ist. Und wenn du vom Gas gehst, merkst du erst richtig, wie viel Fortgrip du vorher hattest. Das ist schon gut. Ja, vorher in dem alten Modell. Und damit gehen wir jetzt zum Fazit. So, nachdem wir jetzt das Fahrzeug uns von außen angeschaut haben, dann einen Blick in den Kofferraum geworfen haben und in den Innenraum und über die Technik uns unterhalten haben und natürlich der Alex seine kontroverse Meinung dazu kundgetan hat und wir das Auto auch noch gefahren sind, kommen wir jetzt zum Fazit und zum Car Ranger Score. Und da kommen wir zum Thema Kopf, Alex. Ja, also ich glaube, wir haben ja hier verschiedene Meinungen im Start. Du sagst, Competition ist genauso wie ein M2 sein sollte. Ich sage, der alte M2 ist genauso wie ein M2 sein sollte, deswegen heißt er auch M2. Und was die Punkte angeht, sollten wir uns natürlich an dem orientieren, was wir dem alten M2 gegeben haben. Einfach so mehr, weniger. Ja? Und wenn wir da mal durchgehen, ist das erste wie immer die Anschaffung. Und ich glaube, ist die Anschaffung anders als bei einem normalen M2? Nein, sie ist in der Basis um 2.000 Euro höher und von daher hätte ich jetzt nicht deswegen einen Punkt mehr oder weniger gegeben. Genau, also dann haben wir schon mal 5 Punkte für die Anschaffung. Unterhalt, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so viel anders. Motor könnte ein bisschen spezifischer teurer werden. In dem Fall, wenn es die große 6-Kolben-Bremsanlage ist, könnte es ein Tick teurer werden, aber nimmt sich nicht die Welt. Es ist ein Turbo, der mehr kaputt gehen könnte, aber ich glaube auch, es ist nicht also die Welt. Also auch an der Stelle bleibt es bei den 6 Punkten, die der normale M2 bekommen hat. Platzangebot, brauchen wir nicht viel zu sagen, auch das bleibt genauso wie beim normalen. Das Lenkrad ist halt ein bisschen voluminöser, aber ansonsten macht das ja, gut. Also ich denke, beim Innenraum hat er schon was zu bieten. Komfort, gleiches Spiel. Auch da ist aus meiner Sicht genauso bequem oder unbequem, wie es ein normaler M2 ist. Er ist ein Tick leiser vielleicht, aber das würde ich jetzt, dafür hat er keinen Extrapunkt verdient. Von daher bleibt es bei den eher mageren 3 Komfortpunkten, die er irgendwo mit sich bringt. Und Wiederverkauf? Steht es ist ein Competition. Und ja, aber es ist doch nicht das letzte Modell, was gekommen ist, sondern es wird noch ein CS kommen. Und von daher wird ihm dasselbe Schicksal blühen, wie es ihm im normalen M2 geblüht hat. Keine Limitierung. Also von daher bleibt es bei den wohlgemerkt schon sehr wohlwollend gemeinten 8 Punkten für den Wiederverkauf. Ja. Da kriegt er einfach genauso viel. Bleibt also 27 Punkte. Für ja. Den Kopf ist also genauso vernünftig oder unvernünftig. Wobei aus meiner Sicht natürlich ein gebrauchter M2 dann noch automatisch viel vernünftiger, weil günstiger wird. Aber kommen wir zum Herz. Design. Ja, Thema Design. Ich finde die Front deutlich schicker, die Spiegel sind schicker,
würdest du diesem Auto, das wohlgemerkt vorher 9 Punkte fürs Design bekommen hat, einen 10. Punkt geben, nur wegen diesen 2 Zentimetern? Nö, ich stelle einfach in Frage, ob es beim alten die 9 Punkte gerechtfertigt waren. Also 9 Punkte bleiben einfach so, wie sie sind. Der andere war Fiery Minus Orange. Minus 1 beim alten. Fiery Orange. Fahren, auch da, der alte hat viel Spaß gemacht und der macht genauso viel Spaß. Anders, aber genauso viel. Beim Fahren. Er heißt M2 Competition und das nicht umsonst. Er ist competitive und zwar viel mehr als der Vorgänger. Er hat bessere Fahrdaten, bessere Beschleunigungswerte. 0,1 Sekunden auf 100. Besser. Er ist 60 Kilo schwerer. Also auch da an der Stelle bleibt es einfach bei den Werten, die er vorher bekommen hat. Das war 9, es bleibt bei 9. Wo du jetzt punkten kannst mit diesem Fahrzeug, von dem du ja erwartest, dass es mehr Punkte bekommt als ein normaler M2, ist die Ausstattung. Es gibt ein paar Sitze, die ich dazu bestellen kann, ja, die es vorher nicht gab. Es gibt etwas mehr im Innenraum, was du schon mit dem Facelift bekommen hast. Hast du schon einen Facelift bekommen, von daher würde ich ihm einen Punkt mehr geben. Von 5 auf 6 würde geupgradet. Das akzeptiere ich als Punktewart. Ja, du hast schon recht. Und jetzt ist der Moment, wo du abgestraft wirst. Der Klang. Der andere hat 9 Punkte bekommen, unter anderem, weil er eine Downpipe drin hatte. Und ich beliebige Distanzen, die nicht größer als 350 Kilometer sind, mit Dauergrinsen und Römpel-Pömpel überwinden konnte. Ja, also was den Sound angeht, das, was du im Innenraum zu hören bekommst, ist super. Es ist gut. Es hört sich nach M-Motorsport an. Aber es ist auch ein bisschen künstlich. Und du hast kein Römpel-Pömpel, was der Alex gerne hätte. Und das ist nun mal ein Feature, was fürs Herz spricht. Ja, von daher minus 2 Punkte. Minus 2? Minus 2 Punkte. Minus 2? Also 2 Punkte weniger als vorher, nicht insgesamt minus 2. 7. 7 Punkte. 7 von 10. Und zu guter Letzt das Image dieses kleinen, molligen Bodybuilders, der da eindeutig zu viel auf den Hüften hat. Mehr oder weniger als ein normaler M2? Nein, macht keinen Unterschied aus meiner Sicht. M2 ist M2. Der alte hat den Style, dass du einer der ersten warst, der einen bestellt hat. Oder vernünftig bist, weil du da jetzt einen gebraucht wurdest und diesen Turbo-Punch bist. Hier steht halt Competition drauf und du hast halt eine schöne Linie in deinen Spiegeln drin und schöne Blinker. Silber. Von daher, 8 Punkte an dieser Stelle auf jeden Fall für das Herz. Macht 39 für das Herz und 66 insgesamt. Also einen Punkt weniger als ein normaler M2. Als Punktewart habe ich mich an dieser Stelle zum Glück mal durchsetzen können, oder? Ja, aber er hat zumindest competitive. Bleibt also am Ende die Frage, wie steht ihr dazu? Normale M2, Competition? Oder sagt ihr, auf den CS warten? Oder sagt ihr, es ist doch alles Schwachsinn, es gibt doch viel bessere Autos? Ja, das war es eigentlich für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao.